Nadja Abdel-Farag lässt die Bombe platzen, in Form eines eventuell durchaus brisanten Schriftstückes. In wenigen Wochen soll ihr neues Buch auf den Markt kommen. Und das trägt einen vielversprechenden Titel. Und zwar heißt das Buch Dieter, die große Liebe meines Lebens. Prägnanter Titel. Und man muss zumindest nicht lange raten, wer der Hauptcharakter ist. Nadel und Pop-Titan Dieter Bohlen waren immerhin jahrelang ein Paar. Genauer gesagt von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001. Mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Ich habe ein super Leben gehabt. Ich bin gereist. Ich habe viele, viele nette Menschen kennengelernt. Die Tiefen, das weiß ja nun auch jeder, das war eben halt diese Fremdgeherei von Herrn Bohlen. Ne? Also das war, fand ich nicht so toll. Aber ich habe es ja meistens immer nur aus den Zeitungen eben halt erfahren. Und das war nicht so nett. Man hätte mir das auch vorher mal so, ne, erzählen können, aber das hat er nicht gemacht. Sehr offensichtlich auch eine prägende Zeit. Denn immerhin spielt, 15 Jahre nach der Trennung, Dieter Bohlen immer noch eine große Rolle im Leben der 50-Jährigen. Es ist nicht einfach, Männer kennenzulernen. Weil die meisten sehen mich immer, die sehen ja immer noch die Nadel in mir und die denken mir auch, komm, das ist die Alte von Bohlen. Erschwerend kommt hinzu, dass Nadel offenbar auch jeden Mann, der danach kam, mit Dieter verglichen hat. Ein bisschen Macho muss da drin sein. Aber die ich dann kennengelernt habe, die waren echt zu lieb. Ralf Siegel war offenbar einer der zu netten. Keiner konnte sich wohl mit Dieter messen. Das musste auch Nadels neue Buchautorin feststellen. Und weil die beim Schreiben um Dieter Bohlen kaum herumkam, handelt das Buch eben jetzt von ihm und dem Problem der ersten großen Liebe. Ich kenne sehr viele Frauen, denen das so gegangen ist, vielleicht nicht ganz so extrem wie Nadja, dass sie, nachdem sie nach einer langen Beziehung einfach dagestanden sind und alles war aus. Vielleicht finden die das eine oder andere, wo sie sagen, okay, genauso ging es mir auch. Einer wird sich sicherlich in dem neuen Buch wiederfinden und das ist Dieter Bohlen selbst. Was der zu dem neuen Werk über seine Vergangenheit sagt, ist allerdings eine ganz andere Frage.